Ich habe mehr Emerald als Diamanten. Da höre ich doch relativ nah ein Skelett. Ist es hier oben drin? Geht eigentlich nicht. Da saß ein Skelett. Ach Scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Oh, sag mir bitte nicht, dass ich meine Fackeln jetzt damit wegspüle. Nee, gut. Oh. Okay. Wow, die nehmen es tatsächlich als Ausgang. Okay, dann kann ich euch auch nicht helfen. Wenn ihr euch unbedingt so umbringen wollt, dann ist euch einfach nicht mehr zu helfen. Jetzt habe ich OBS schon wieder minimiert. Oh, komm Leute, was ist denn heute hier los? Dann kann ich auch gleich... Ah, ja. Kann ich gleich mal auf die WhatsApp-Nachricht antworten, wollte ich gerade sagen. Und auf einmal schreibe ich auf Griechisch. Ich habe halt eine griechische Tastatur installiert. Wie man mittlerweile aus meinem Gameplay hier erfahren haben sollte, ich studiere Archäologie. Ups. Und hatte halt auch einen klassischen Archäologie-Teil mit drin. Und da war es ganz praktisch, eine griechische Tastatur zu haben. Da ich jetzt aber keine klassische Archäologie mehr mache, ist das eigentlich hinfällig, das zu haben. So, wenn ich hier mit Terraform fertig bin, fange ich an, hier die Birkenfarm hochzuziehen, genau. Und dann schlage ich mich mal wieder durch unsere Eichenfarm hier rechts durch. Holzfarm muss auch mal wieder sein. Hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Gestern hatte ich einen richtig schönen Fortschritt bei meiner Bachelorarbeit. Ich hatte eine kleine Schreibblockade. Und war auch ein bisschen angepisst. Ich bin ja einer der... gefühlt letzten Open-Office-Nutzer. Und ich mag Open-Office auch eigentlich sehr gerne. Es kann das, was ich will. Eigentlich. Nur, was es nicht kann, sind Tabellen. Ich kann Tabellen aus Calc in Writer einfügen. Funktioniert auch super. Das einzufügen. Die Tabellen in Writer funktionieren dann gar nicht mehr. Also du kannst die noch als Tabelle bearbeiten, aber... ich könnte das auf eine Ebene bringen, ne? Aber das lassen wir jetzt erstmal. Ah, irgendwas wollte ich aber trotzdem noch aufschütten. Das hier passt zum Aufschütten so. Irgendwas wollte ich mit der Erde, die ich abschaufle, wieder aufschütten. Keine Ahnung mehr was. Na, auf jeden Fall wollte ich Tabellen in meiner... Ich brauche Tabellen in meiner Bachelorarbeit, sagen wir es mal so. Ich will die nicht, ich brauche sie.
Was Neues gebaut hatte ich noch nicht. Ja, und dann ist halt jetzt das Problem, dass die Tabellen sich in Writer sehr unschön verhalten. Erde kommt hoch. Das heißt, du musst die halt manuell immer ausschneiden, wieder einfügen und hast halt sehr viel Geschiss damit, diese Tabellen zu benutzen. Das hier. Und das hier. Extra habe ich noch, sehr gut. Du hast sehr viel Geschiss damit. Ah, Fire Temple Remove Version. Warum wurde die denn removed? Wegen des Gesangs im Hintergrund, weil das nach Islamgesängen klingt oder weswegen? Oh ey, wehe, ihr geht mir drauf, ne? Ich glaube, ich muss Eisentüren bauen. Mein Dorf mit Eisentüren abriegeln. Wollte eigentlich nicht so drastisch vorgehen, aber gut. Wenn es muss, dann muss es. So. Und die Axt. Ja, ich musste eben mit Tabellen arbeiten. Problem ist, ich habe auch eine gigantische Tabelle. Übersicht meiner Tierartenliste. Die geht im Prinzip eine Seite und überschreitet auch die Grenzen der Seitenrahmenvorgabe. Also die Seitenabstände nach links und rechts und so überschreitet die ziemlich stark. Ja, was halt für eine Abschlussarbeit sehr ungünstig ist, wenn sie die Rahmenbedingungen nicht einhält. Muss ich da immer hin und her schieben und neu ausschneiden, neu einfügen und hatte extrem viel Geschiss damit, weil es immer irgendwie nicht hingehauen hat und ja, da musste ich das immer wieder neu bauen. Ich habe die Zwischenräume vergessen. Er hatte extrem viel Geschiss damit, musste es immer neu machen. Und wollte eigentlich schon längst für meine Bachelorarbeit auf Word umsteigen, ne? Weil ich mir schon dachte, okay, OpenOffice passt zwar immer, aber es waren halt Hausarbeiten. Ich meine, da haben wir auch unsere Formvorgabe, aber da sind die Dozenten so, ja, ist halt eine Hausarbeit. Solange der Inhalt richtig ist und wenigstens die groben Rahmenbedingungen wie anderthalb Zeilen Abstand und sowas eingehalten sind, ist es denen relativ egal, wie wir das machen. Aber wie gesagt, die Abschlussarbeit, das lesen mehrere Leute und das ist halt auch eine ziemlich offizielle Arbeit und so. Da sollte ich mich eben wirklich an die Vorgaben halten. Was ein weißes Schaf. Die Sonne neigt sich schon etwas dem Horizont entgegen. So, wir werden uns jetzt halt hier wieder hochbauen. Ja. Und das hat zu Problemen geführt. Also OpenOffice. So, dann wollte ich mal endlich Microsoft ausprobieren, nutzen. Auch wenn ich kein Freund der Microsoft-Anwendung bin.
dachte mir, okay, es muss aber sein. Und über die Uni kriegen wir es ja eigentlich kostenlos, ne? Also, warum nicht? Ja, gut. Dann bin ich auf der Seite, wo es das kostenlos geben soll. Lädt die Seite nicht. Dachte mir so, super. Angeblich soll es das kostenlos geben, aber funktioniert nicht. Oh, dachte mir so, was mache ich jetzt? Und Fahren verloren. Was mache ich jetzt? Ja, hab meine Bachelorarbeit mit Open Office angefangen. Muss man ihm auf Peace vorstellen. Weil der denkt anscheinend wirklich, dass das hier ein Haus ist. Das heißt, ich baue mir jetzt zwei Eisentüren. Oh! Du sollst dich hier verpissen, du Arschloch. So. Moment. Ja, Erkältung. Wunderschön. Okay, dann kommen die Holztüren mal weg. Drei Brennvorgänge mit Kohle funktionieren noch. Ah, dann kann ich das auch mal wegräumen. Jetzt mal in der Nacht raus Holz hacken. Oder? Nee. Weißt du, ihr könnt euch hier oben einquartieren. Das juckt mir aber auch. Dann kann ich jetzt wieder auf Easy gehen. Das sieht halt total scheiße aus mit den Eisentüren, finde ich. Wenn die Villager es nicht anders hinkriegen. So, und dann hacken wir hier wieder Birke weg. Ups. Ja, so war das nicht gemeint. Ja, auf jeden Fall die Word, beziehungsweise die Seite, wo ich mir das holen kann, hat nicht funktioniert. Ich habe also meine Bachelorarbeit in OpenOffice angefangen. Ging auch sehr gut, also ich habe wirklich viele Seiten produzieren können in OpenOffice. Aber die Arbeit mit den Tabellen war ätzend. As fuck. Ich brauche noch mehr Access, sehe ich jetzt schon. Ja.
Und jetzt habe ich das vor ein paar Tagen nochmal probiert, mir Microsoft Office zu holen. Jetzt habe ich das. Das funktioniert wunderbar. Also wie automatisch das die Tabellen formatieren kann, das ist so herrlich. Dafür ist mir bei Microsoft Office eine Sache ziemlich böse aufgefallen. Ich finde, es kann mit Tabellen besser umgehen als OpenOffice. Ich finde, OpenOffice kann mit Bildern besser umgehen. Also ich finde die Verankerung der Bilder bei OpenOffice viel angenehmer als bei Microsoft Office. Weil bei OpenOffice konnte ich das alles so mit den Bildern und Tabellen nebeneinander machen, wie ich das wollte. Bei Microsoft Office habe ich sehr viel Schiss damit. Also, man kann es, finde ich, im Prinzip so ausdrücken, OpenOffice ist sehr starr, Microsoft Office ist sehr flüssig. Und es kommt halt darauf an, was man braucht, umso praktischer ist das eine oder das andere. Und ich brauche halt leider Gottes beides im Prinzip. Ich brauche ein Programm, in dem ich flüssig meine Arbeiten überarbeiten kann, ohne dass es mir an jeder Ecke irgendwo festhängt. Aber ich brauche ein Programm, bei dem ich mich auf die Verankerung verlassen kann. Und ich finde, die Verankerungen sind bei Microsoft Word ziemlich weird. Word sind zu weird. Also da gefällt mir, dass ich die Dinge relativ frei rumschieben kann. Da gefällt mir aber nicht, dass ich nicht offensichtlich die Option habe, es speziell zu fahren kann. Kann auch sein, dass ich die Option einfach noch nicht gefunden habe. Die Sache ist halt auch, bei Microsoft ist es so komisch verschachtelt, finde ich. Bei OpenOffice, weiß nicht, gut, ich nutze halt eigentlich nur Freeware-Programme wie GIMP oder OpenOffice und sowas. Irgendwann hast du raus, wo die welche Option versteckt haben. Muss ich halt erstmal ein bisschen eingewöhnen, aber dann finde ich es relativ logisch, wo sie welche Option versteckt haben. Bei Microsoft blicke ich da nicht hinter. Weil, ja, bei OpenOffice hast du halt oben deine Reiter und die verschiedenen Leisten in den Reitern und das ist halt, ja, es ist ein bisschen erschlagend, weil du da sehr viel auf einmal hast. Aber wie gesagt, ich finde es logisch aufgebaut. Bei Microsoft habe ich eben wirklich persönlich das Problem, dass ich es sehr verschachtelt finde. Und dann eben nicht klarkomme, was wo ist. Da bin ich halt sehr froh, dass es bei Microsoft, dass A, die Funktionen ähnlich heißen. Und B, dass man eine Suchfunktion hat. Die Suchfunktion hat mir mittlerweile tatsächlich sehr viel Frust erspart. Gut, für OpenOffice musste ich auch suchen, zwar bei Google, aber wie gesagt, dadurch habe ich irgendwann die Logik hinter den Optionen gefunden. Bei Microsoft erschließt sich mir die Logik leider noch nicht wirklich. Okay, hier ist nichts mehr.